Wir haben hier unseren M4 mit dabei, gerade frisch gewaschen. Unser Burnout Action, die wir dann später auch noch sehen werden. wir haben eine Umfrage gestartet letzte Woche, was ihr so sehen möchtet, und hatten ja ein paar Autos zur Verfügung. Ihr habt ja für den M4 gestimmt von uns. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an, was wir so umgebaut haben an dem Teil. Die meisten kennen die ja schon vom BMW-Syndikat oder von irgendwelchen Messen. Nur allerdings jetzt nicht so, wie er da steht. Das haben wir erst vor kurzem umgebaut alles mit der neuen Folierung. Dass wir quasi vorne matt foliert haben und hinten das schwarz-chrom foliert haben. Ja, was haben wir noch sonst verbaut? Das Wichtigste ist immer Fahrwerk. KW Variante 3 Fahrwerk ist reingekommen. Das finde ich das perfekte Setup für das Auto, weil wir den nicht wirklich so rennstreckenmäßig bewegen oder so. Deswegen auch nur ein Variante 3 Fahrwerk von KW. Dann Felgen dazu von Lido Performance wieder. Schöne 20 Zoll Felgen. In Verbindung mit natürlich wieder Michelin-Reifen. Was sonst? Schön Cup 2. Der klebt auch ordentlich auf der Straße, dass man die Leistung auch dazu auf die Straße bringt. Ist natürlich nicht serienmäßig, das kann man sich natürlich denken, bei uns am eigenen. Wir haben Motor auch alles modifiziert, also Softwareoptimierung ist ja klar. Das in Verbindung mit Turbolader, Upgrade-Turbolader von TTE. Jetzt noch die 680er Turbolader drin. Wir haben aber schon die nächstgrößere Ausbaustufe schon zu Hause liegen, die müssen wir nur noch verbauen. Haben es jetzt immer vor uns hergeschoben, weil wir es zeitlich nicht geschafft haben. Hat aber trotzdem jetzt schon 620 PS, 870 Newtonmeter haben wir ihn gemessen. Ist schon auf jeden Fall ordentlich. Das Ding geht super vorwärts auf jeden Fall. Dann haben wir noch ansaugtechnisch die E-Venturi verbaut. Die können wir uns mal angucken. Nicht wundern, könnte ein bisschen verstaubt sein, da haben wir jetzt nicht geputzt. Sieht man schön die Ansaugung von Eventuri, links und rechts. Verbaut, wie sehr schön, mit dem Ram-Air-System von hier vorne, da gibt's so, sind so Ram-Air-Bleche hier verbaut, wo dann quasi die Luft vorne reindrückt, direkt auf die Luftfilter zu, also so ein Ram-Air-System. Und dann hat man schöne Ansaugluft auf jeden Fall, gut kühl. Es gibt ja viele, die immer sagen, ja, das ist schlecht und blablabla, was alles immer so erzählen die Leute. Ist klar, so ein offener Pilz bringt im Stand relativ wenig, weil im Stand zieht er die warme Luft an. Aber was bringt eine Leistung im Stand? Also gar nichts. Habe ich auch nicht wirklich das Bedürfnis, da jetzt im Stand mit 600 PS rumzueiern. Wichtig ist, das Auto rollt. Wenn es rollt, kommt von vorne die frische Luft. Drückt durch das Ram-Air-System immer sauber frische Luft an die Pilze hin. Und dann ist das Ding auch wirksam, also man kann es auch mit Daten locken. Ansauglufttemperatur ist wesentlich besser mit dem E-Venturi. Also ist auch nachweislich wirklich was, wo was bringt. Also nicht unbedingt an Leistung, aber Ansauglufttemperatur einfach, was man da hat damit. Weil halt immer einfach Frischluft von vorne zugeblasen wird. Ja, was haben wir noch? Eine schöne Carbonabdeckung. Bringt zwar keine Leistung, aber sieht cool aus. Dann Aluminium Chargepipes und Boostpipe haben wir noch verbaut. Weil die Originalen sind uns weggeschmort. Auf dem Prüfstand hatten wir ein Loch drin. Die haben die Thermik nicht ausgehalten, deswegen Aluminium-Chargepipes. Was gab es noch so Gutes? Downpipes mit TÜV-Zulassung verbaut. Auch ganz wichtiges Thema momentan mit der Polizei. Das wird ja auch immer schwieriger. Deswegen ist es eigentlich immer wichtiger, dahin zu gehen, dass auch alles mal legal wird an den Autos. Ist auch unser Belangen, dass wir da dauernd dahinter bleiben und gerade ganz viel machen, dass alles mit TÜV ist. Eine Remus-Abgasanlage, wie bei allen Fahrzeugen. Mal kurz auf die Seite gehen. Back to the root. Remus Abgasanlage, wie bei allen Fahrzeugen von uns. Mit Street Black Chrome Endro-Blenden drauf. Haben uns gedacht, wir machen mal was anderes, nicht nur immer Carbon. Sondern ist auch mal eine schöne Variante mit den schwarzen Endrohren. Für jeden, der nicht so der Carbon-Fan ist oder kein Chrom-Feld, haben wir das gemacht. Folie von LP-Foil. Hinten dieses, haben wir am Anfang schon gesagt, nennt sich Black Chrome, die hintere Folie. Von vorne weiß ich leider nicht genau den Farbton, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber halt wieder in Verbindung mit unserer Werbefolierung, unser Markenzeichen hier, wie bei allen Fahrzeugen. Und jede Menge Carbon. Also wir haben Carbon-Diffusor, Carbon-Seitenschweller,
dann die Hecklippe hinten auf der Hecklappe aus Carbon, vorne die Ecken und die Frontlippe aus Carbon. Dach ist ja sowieso schon serienmäßig mit dem 4M Carbon. Das passt ja alles gut zusammen. Ja, das wird es eigentlich fast gewesen sein. Mehr fällt mir jetzt auch nicht momentan ein. Also klar, im Interieur noch ein bisschen Alcantara-Lenkrad, also Performance-Lenkrad haben wir noch verbaut. Ein paar Kleinigkeiten so noch, aber das wird jetzt nichts irgendwie der Rede wert sein. Also die wichtigsten Facts haben wir hier jetzt gehabt. Denk, ihr wisst alles soweit. Oder wenn euch was interessiert, schreibt es in den Kommentaren. Wir können auch noch Daten nachliefern, das ist gar kein Stress. Oder kommt mal vorbei, schaut euch die Kiste selber an. Ist ja meistens auch immer zu Hause das Auto bei uns. Und dann gucken wir mal rüber auf die Baustelle. Hat sich viel getan, die letzte Woche und diese. Auf der Baustelle. Ist ja nicht weit, Auto steht gleich da. ja, was ging so auf der Baustelle ab? Kurzes Update. Die Heizung wurde verlegt, also wir haben eine komplette Fußbodenheizung drin, dass auch die Mechaniker in der Werkstatt immer schön warme Füße haben. Sieht man diese ganzen Rohre hier, sehr interessant auf jeden Fall. Haben da mega Gas gegeben, das hat alles der Heizungstechnik Maid gemacht, auch ein guter Kumpel, oder mittler, früher war es mal ein Kunde, dann war es ein Kumpel. Guter Mann auf jeden Fall, also Heizungstechnik Maid. Einfach mal googeln, gute Männer, machen das richtig geil, haben mega Gas gegeben an einem Tag, haben extra eine Nachtschicht eingelegt, dass unsere Halle schneller fertig werden kann. Normal braucht man dann ein paar Tage, die haben das alles in einem Tag und Nacht durchgezogen. Dann haben die komplette Bewährung für den Beton alles gelegt, weil es wird jetzt dann morgen, übermorgen hier komplett der Boden, also die ganze Bodenplatte gegossen. In ein Stück. Das machen die jetzt dann alles komplett noch die Woche. Dann wurde schon teilweise die Elektrik verlegt. Also quasi die ganzen Rohre, was man hier so sehen kann, was da unten rausschauen, diese schwarzen. Da würden mal unsere ganzen Leitungen, Kabel, also auch Datenleitungen alles mal durchgehen, dass wir das alles, das meiste im Boden verlegt haben. Dass wir nicht alles an die Decke hinschrauben müssen oder halt, also unsichtbar halt einfach verlegt ist. Weil es war mega viel Arbeit für die Jungs, das alles so zu machen, hier mit der ganzen Vorbereitung für den Beton, für die Bodenplatte. Und dann wird es, wie es aussieht, in den nächsten zwei Wochen schon angefangen, die Halle aufzustellen. Also die sind schon in der Vorbereitung mit dem Holz. Und es wird dann die nächsten zwei Wochen noch geliefert. Und dann nächste Woche können wir schon drauf rumlaufen, dass die Bodenplatte auch fertig. Und dann können die auch schon anfangen, dann übernächste Woche hier das Holz aufzustellen. Und dann geht es richtig aufwärts. Ja Leute, und der Lukas haut euch jetzt noch einen fetten Carporn raus. Ihr könnt gespannt sein, das ist richtig geil.